Eine schnelle Folge nehmen wir noch auf und deswegen sage ich Hallöchen, Hallöchen und willkommen zum ersten Herbsttag in diesem wundervollen Spiel Stardew Valley. Und ich bin gespannt, was uns das Wetter sagt. Hört euch die Musik an. Leben vom Land, willkommen bei Leben vom Land. Sonnenblumen. Wissen wir schon. Wetterbericht. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Okay. Halt, was ist das überhaupt? Ich habe mein Obsidian gar nicht verkauft. Oh nein, meine ganzen Pflanzen sind kaputt. Hey du blöde Krähe. Die waren vorher nicht da. Blöde Krähe. So, jetzt können wir endlich umstrukturieren. Ist es nicht toll? Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mir das jetzt echt gut überlegen. Ich werde mit Sicherheit auch noch umbauen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Halt. Mhm, das werden wir tun. Also, wir hauen jetzt erstmal die hier und die hier weg. Und zwar kommen die... Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt gleich mal unser Feld. In meiner alten Farm war es ja so, dass ich, das werde ich euch gleich erklären, habe es ein bisschen anders gemacht. Und jetzt möchte ich es, da ist sie ja. Die lasse ich auch noch da. Möchte ich es ganz anders machen. Und, weil das Problem ist nämlich folgendes, ich habe letztes Mal da, wo mein Silo auch steht, also hier, habe ich meine Farm, also meine Tiere, die, ja, die Plätze für meine Tiere hingebaut. Also meine Ställe. Und das war irgendwie nicht so toll. Und jetzt baue ich hier einfach mal, würde ich sagen. Ich muss nur schauen. Ich muss jetzt nicht übertreiben. Weil ich möchte hier so einen schönen Zaun drumherum bauen. So richtig künstlich. Schön. Aber... Also künstlich ist es ja nicht, es ist eher billig, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Dann hauen wir doch hier gleich eins rein. So, dann geht's weiter. Und der nächste wird platziert. Und zwar hier hin. Und dann haben wir den nächsten hier. Oder? Ja. Zack. Okay. Ja, dann steht ja schon mal ein bisschen was. Das ist gut, 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 gut. Dann können wir hier noch... Das ist natürlich der ganze Mais jetzt noch übrig. Was haben wir jetzt hier alles? Ein paar Sachen können wir jetzt abgeben. Beziehungsweise ablegen. Die brauche ich nämlich jetzt gerade gar nicht. Und zwar das hier, das hier, das hier, das hier. Mochte sie den Feuerquarz nicht so, oder? Das können wir eigentlich behalten. Den Mais. Wir haben wieder mal keinen goldenen Mais dabei. Hm. Robin! Sei geduldig, ich habe immer noch eine Menge zu tun. Danke, das ist wirklich nett. Ich weiß, dass es eher Standardgeschenk war, aber... Oh, Robin hat jetzt 4 Sterne und Linus auch. Wow. Hohoho, ich habe bei fast allen ein Herz. Sogar bei der Haley. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann ich denn eigentlich mit der das hier kaputt machen? Hm. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Dum, 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 dum. Oh, ein Pilz! Molly! Darf ich da schon rein? Oh. Jetzt ist sie nicht da, oder?
Oh Mann. Oh Mann. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Zauberer, weil da haben wir ja wieder ein Glücksgeschenk für ihn. Das wird ihn wieder sehr, sehr freuen, weil das eins seiner Lieblingsgeschenke ist. Bei dem werde ich jetzt ziemlich schnell, denke ich mal, aufbauen, oder? Wie viele Herzen haben wir? Eins wahrscheinlich. Beim Zauberer. Keins! Kein Herz beim Zauberer bisher. Ich bin gespannt. Das wird noch dauern, bis wir da jetzt Freundschaften aufbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ah, ich fühle eine mächtige arkane Energie. Das wird mir in meinen Studien nützlich werden. Vielen Dank. Jupp, bitte gern. Bitte gern. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt noch was zum Schenken für dich. Der ist nämlich jetzt voll, der Zauberer. Jetzt kommen die anderen noch dran. Jeder kriegt sein Geschenk von mir. Bin ich nicht nett? Ich bin zu lieb zu allen. Aber nein, ich habe keinen Hintergedanken oder so. Halt! Kleines, hier nimm eine Melone. Ist das ein Geschenk? Oh. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Das wird schon. Es ist wie bei Final Fantasy 9. Aiko oder Vivi mit 1000 Sprüngen. Hat es jemand von euch geschafft? Das ist ja die Hölle, oder? Das ist so krass. Ich habe, als ich das gesehen habe, dass es da eine Trophäe gibt, dachte ich mir so, die wollen mich doch verarschen. Kann doch nicht ernst sein. Ich habe 200 oder so geschafft und das war schon richtig... Oh yeah, wie geil. Voll cool dekoriert. Das war schon richtig, richtig hart. Also ohne Witz jetzt. Es war richtig, richtig, richtig hart. Jetzt muss ich mal glatt gucken. Regen, Fluss. Okay, das können wir machen. Okay, das probieren wir doch aus. Heute können wir nämlich wieder angeln. Und wir können mal die Dinger wieder hier. Jetzt habe ich nämlich wieder ein Buch gefunden. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich spinne. Und dann habe ich so geguckt, ob es irgendwer geschafft hat. Und die meisten... Danke dir, das sieht netter aus. Könnten wir jetzt Freunde sein, dass ich die Unterhose vom, die Shorts vom Louis haben kann, bitte? Alter Verwalter, ich habe erst ein Herz. Auf jeden Fall dachte ich mir so, guckst du halt mal nach, weil kann ja nicht noch schlimmer werden. Habe ich so nachgeschaut. Tja, dann haben die eine geschrieben, ja, man kann, Das ist dich besonders lustig. Man kann so, weil das Spiel gibt es ja auch für einen PC und man kann da irgendwie so ein Programm halt runterladen, das dann diesen Algorithmus nutzt oder was auch immer. Sodass man es halt schafft, aber geht natürlich nicht für die PlayStation 4. Aber ich würde gerne mal wissen, ob jemand von euch das geschafft hat bisher. Danke dir. Ich fühle ein wenig bla bla bla. Whatever. Mit jedem Jahr schätze ich die Jahreszeiten mehr und mehr. Für junge Leute ist es einfach, sie einfach vergehen zu lassen. Tja, gute Frau. Du warst auch mal jung. Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Okay. Oh, das ist lieb. Danke dir. Der Herbst ist Abbys Lieblingsjahreszeit, also hoffe ich, dass sie öfter ihr Zimmer verlassen wird. Mal sehen. Keiner da. Du bist nicht gut genug mit Harvey befreundet, deswegen darfst du hier nicht rauf. Ich kann ja gar nicht mit ihm befreundet sein, wenn er hier oben immer hängt. Nee. Nee, nee. Wie schnell sich die Jahreszeiten ändern. Hier. Ich weiß. Es ist schockierend. Es ist wirklich schockierend. Ein Geschenk, danke. Oh, hau also ordentlich rein. Mache ich. Kürbis. Mais haben wir schon. Aubergine. Senfkohl. Nein. Nein. Eine Süßkartoffel wenigstens. Oh nein, eine Feensaat, Amaranth, Weintrauben.
Oh. Oh nein, die hat jetzt alle verkauft. Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Naja. Wenigstens können wir uns Weintrauben leisten. Und Weizen. 3 Stück. So ein Ausbeuter. Der hat meine ganzen Blaubeeren gestohlen. Ich wollte ihm gar nicht alle verkaufen. Hier, bitte schön. Ist das... Oh, wow, Jess, das haut mich um. Hast du die Minen schon 4 erkundet? Ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden sollst. Hm, habe ich auch gehört. Opi. Bist du vielleicht ein Mais? Bist du dann? Danke. Okay. Ein Versuch war's wert. Die habe ich schon beschenkt. Fluss, 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 Fischen. Ich habe keine Köder. Das ist doof. Aber egal. Stimmt, jetzt kann ich ja wieder Beeren sammeln hier. Jetzt gibt's Beeren. Schön. Jetzt angeln wir aber erstmal. Gucken mal, ob wir einen Fisch fangen können, der nicht so schwer ist. Konzentriere mich. Oh, langsam, Fischi. Bitte, bitte. Ah. Das ist mein Lieblingsfisch. Den kriege ich nie. Also, was haben wir hier für einen? Oh, krass, dass jetzt gerade die Joja-Cola kommt. Schauen wir mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Das ist wieder zu einfach. Das ist wieder der Schwarzbarsch. Ah. Ich hasse ihn. Haben wir hier Uhrzeit? 12 bis 2? Das ist schon vorbei. Hat sich gereimt. Das ist doch der Fluss, oder? Ja, das ist der Fluss. Wisst ihr was? Wir geben jetzt dem Willi noch kurz die Joja-Cola. Wenn jetzt da ein Fisch mehr anbeißen würde. Oh, oh, oh! Der ist schwieriger. Der könnte was sein für uns. Stopp! Beweg dich nicht. Fisch, bleib, bleib, bleib. Ja. Ein Lachs. Einer der Fische, die ich nicht brauchen kann. Geil. Hey. Danke, sieht nett aus. Hä, geht's dir gut? Klar geht's mir gut. Hier, bitteschön. Mag der vielleicht ein Müsli-Riegel? Okay. Danke. Bitte. Ja. Jetzt kann ich mit dem Willi eine bessere Freundschaft aufbauen. Ist das nicht toll? Hier, bitteschön. Nein. Hier habe ich schon was geschenkt. Dann kriegt er was. Oh, er mag halt Joja-Cola auch total gern, gell? Halt, 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 Pepperoni. Ich weiß, ich bin ja auch nett. Jetzt muss ich noch ganz kurz, ganz schnell zum Willi, dass ich ihm seine Joja-Cola geben kann. Schnell. Ich frage mich aber echt, ihr müsst mir mal Bescheid geben, ob das nur mir so geht, ob das tatsächlich neu ist, dass hier so, ich zeig's euch gleich, dass hier so ein Dingsbums ist. Hallo Jess, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen, hier ist dein Geld. Nimm den Fisch. Danke. Bitte. Kann ich mein Geld haben? Toll, 75 Gil. Das ist ja gar nichts. Halt, nimm's. Was soll ich damit anfangen? Ah, der Herbst ist hier. Ich bringe dort die Stimme ein bisschen durcheinander, aber das macht nichts. Das darf auch mal durcheinander laufen. Oh, 2 Steine, yeah. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sammeln jetzt im Fluss Zeug ein und er kriegt. Der mag's doch so gern. Fabelhaft! Bei dem kriege ich jetzt dann 10.000 Sterne. Jetzt weiß ich auch, warum so viele den Elliot nehmen, weil der so einfach zum Leveln ist, weil der alles mag von dir. 2, 3. Ha! Ich wusste es. Immer bei 3. Es ist fast immer bei 3. Ihr müsst mal aufpassen. 2, 3. Und jetzt kommt er. Komm schon. Ha!
wusste es. Das ist wieder nix. Ah, so wird es nix mit meiner Fischerkarriere. Ich hasse ihn. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Komm schon. Jetzt. Vier. Oh. Fünf. Das dauert jetzt wieder länger. Das wusste ich. Ich wusste es. Ich weiß alles. In dem Spiel weiß ich alles. Natürlich nicht. Ist nur ein Spaß. Wenn die Fische so einfach sind, dann wird es ja langweilig. Hoffentlich kriege ich wenigstens Geld dafür. Eins. Zwei. Drei. Komm schon. Sonst ist immer drei. Wieder so ein langer. Der ist zu einfach. Der ist zu einfach. Wenigstens, lass mich wenigstens den Schatz haben. Nein! Eine Brasse. Interessant. Kann ich die Brasse denn hier brauchen? Brasse, Brasse, Brasse. Glaube ich, brauche ich hier gar nicht. Nö. 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 Okay. Dann werden wir jetzt mal nach Hause düsen. Und mal kurz die Krabbenreuse auspacken, oder? Dafür ist sie doch da. Da brauche ich nur ganz kurz dieses Käferfleisch, damit ich den Köder reinsetzen kann. Dass ich was von den guten Sachen bekomme, dass wir da dieses Teil oben in dem Gemeinschaftszentrum füllen können. Den Lachs hebe ich mir auf. Den hatte ich, glaube ich, seltenst bisher. Egal. Was weg ist, ist weg. Am besten überall da pflanzen. Achso, die baut hier immer noch. Das nenne ich mal Einsatz. Das ist auch nur einmal. Das hier auch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Total unterschiedlich gebaut, aber egal. Hey! Hey! Da ist so ein komischer Penner. Ich will nicht jetzt hier. Nicht hier. Das ist ein Schleimi. Eins, zwei, drei, vier. Tschup, tschup. Okidoki. So, dann haben wir auch gleich schon was angepflanzt. Und jetzt holen wir uns noch ganz kurz den Schleimi. Kill ich jetzt schnell. Hey. Stirb. Und dann Krabbenreuse müsste hier sein. Natürlich ist es nicht. Hallo? Ich darf da nicht rein. Hä, wo ist meine Krabbenreuse hin? Die hatte ich doch letztens erst hier. Ich habe sie doch gesehen gerade. Bin ich jetzt blind? Da ist sie doch. Aber ich habe... Doch, habe ich. Kann ich nämlich jetzt gleich wieder hier Köder herstellen. Ach so, für die Krabbenreuse brauche ich gar keinen Köder. Setze einen Köder ein. Das geht noch nicht, aber das packen wir jetzt hier rein. Aha. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bin zufrieden. Und die Olle, die
Die hau ich jetzt mal hier in die Mitte rein. Damit hier nicht so viel kaputt geht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh, ich habe das noch gar nicht gegossen. Fällt mir gerade ein. Auf. Nein, jetzt ist mein Wasser auch noch leer. Ich muss doch schlafen gehen. So. Das ist jetzt ein Hühnerstall übrigens, den ich baue. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal... Ich weiß nicht genau. Vielleicht bin ich jetzt mit der Marnie so gut befreundet, dass ich reinkomme. Ich weiß nicht, wofür das Geräusch da war. Wir werden es gleich sehen. Tiere aufziehen. Yeah. Mein Stall ist gebaut. Das ist sehr gut. Dann werden wir jetzt noch kurz Gold fertig machen. Halt. Da ist noch was dabei gewesen. Okay, wir können es auch... Da ist wieder alles durcheinander hier. Gut, willkommen. Heute wird es ja windig und Windböen und so, wolkig und so. Neuigkeiten? Es wird wolkig mit Windböen schon wieder. Okay. Wird nicht viel anders sein. Die nächsten Tage, denke ich mal. Apropos, hier können wir nämlich noch ganz kurz... Zack. Da können wir noch ein paar... Das wollte ich nicht. Setz die mal hier hin. Das ist, glaube ich, kein schlechtes Plätzchen hier. Hoffe ich mal. Ja, der verdeckt hier schon ein bisschen was, aber das macht nichts. Hey, ich habe eine Schnecke. Schnecki! Die zählt als Fisch übrigens. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Die kann ich hier einsetzen. Yeah! Wie cool. Eine Schnecke habe ich übrigens noch nicht. Hallo, kannst du mal bitte nicht gegen mein Dings laufen? Ich glaube, ich spinne. Der Hund ist verrückt. Der ist verrückt einfach. Wie meiner. Könnte ich bitte noch eine Granatapfel haben? Bitte? So einen? Oder so? Bitte? Das wäre nicht schlecht. Wenn ich einen Granatapfel hätte. Das wäre toll. Bitte, ich will einen Granatapfel. Dann schenke ich ihr jetzt die Wildpflaume, oder? Und ich könnte. Ja! Ja, das können wir machen. Yay! Das erste Mal. Oh nein, ich habe nicht genügend Geld für meine Hühner. Hühner sind, glaube ich, sehr teuer. Nicht so teuer wie Kühe, aber trotzdem teuer. Heute werden wir schön unseren Stall bauen. Also ausbauen und so. Holz sammeln. Ganz viel Holz. Ja, zum Zauberer könnten wir gehen, aber der Zauberer ist ja voll. Also brauche ich ihm nichts schenken. Ich bin wieder zu früh dran. Verdammt. Machen wir gleich das mal hier weg. Ich weiß, man kriegt zwar bloß eins dafür, aber wenn ich so viele sammle, dann lohnt sich das schon. Und da ich eh nichts zu tun habe, kann ich die alle sammeln. Ah ja, genau, da kriegt man ja gemischte Dinger noch raus. Das ist umso besser, wenn ich das mache. Wir müssen jetzt heute unbedingt noch definitiv nicht nur die Geschenke verteilen, sondern auch die restlichen Saatdinger holen. Kriegt die einfach die Müsli-Riegel, oder? Aber ich will mit dir reden. Was? Gib mir ein Hühnchen, bitte. Jetzt ist sie wieder nicht da. Ist es ihr Ernst? Ich will nur mit Freunde sein mit ihr. Ich kann ihr eh nichts schenken. Hä, aber ich dachte hier, ist offen. Ich dachte, die hat heute geöffnet. Das ist ja doof. Dann gehen wir jetzt mal. Ich habe noch genügend Platz frei. Wieso habe ich denn mein Gold eigentlich nicht? Ich frage mich nicht mehr. Ich denke einfach manchmal nicht. Jetzt geht sie raus.
Ist das ihr Ernst? Kann ich ihr nichts mehr schenken, glaube ich, oder? Ich habe ihr bereits hier. Nein? Ja. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Die letzten Monate. Ich frage mich, was bei dem verkehrt läuft. Irgendwas läuft beim Shane nicht gut. Das weiß ich, hundertprozentig. Das merkt man einfach irgendwie. Finde ich. Hallo. Hattest du einen schönen Sommer? Wir hatten miteinander geredet im Sommer, falls du es vergessen hast. Mein Mann kennt es, ein Soldat, der ist im Ausland stationiert, deswegen ist er gerade nicht hier. Ich weiß, dass er sicher zurückkommt, sobald sein Dienst vorbei ist. Das weiß ich auch. Nein! Okay, Jody hat auch schon zwei Geschenke bekommen, aber die Omi sicher noch nicht. Doch. Wer ist hier? Hast du einen Termin? Nö, brauche ich auch nicht, weil ich dir was schenke. Ich kann jetzt so nichts schenken. Oh, da habe ich es auch hier oben. Ach so. Na gut. Mir ist es irgendwie zu teuer. Wollte ich nur mal so sagen. Hey Abigail, magst du vielleicht einen Müsli-Riegel? Sieh mal gar nichts. Jetzt sind sie wieder da, alle. Das ist voll das Frauentreffen. Das ist so lustig. Hier habe ich noch nichts geschenkt. Vielleicht mag sie ja Holz. Warte mal, sie hat vorhin... Okay, kann ich nicht mehr mit ihr reden. Mein Gott, geh mir nicht aus dem Weg. Ist es ihr Ernst? Schlimm, die Frau, schlimm. So, was kaufen wir jetzt noch? Also. Weizenmehl, Weintraubensetzling. Mein Geld wieder alle. Hey, Louis! Wow, das mag ich total gern. Linus, Robin, Louis. Den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ist voll unfair. Demetrius kriegt auch noch. Wer ist das jetzt gewesen? Das war bestimmt nur ein Hase. Die Schnecke werde ich jetzt gleich mal abgeben, dass wir hier gleich mal weiterkommen. Oh yeah! Eine Brombeere. Und noch eine Brombeere. Und die kriegt jetzt das hier. Das mag sie doch bestimmt, oder? Was mag die überhaupt? Was mag die überhaupt? Ich verstehe es nicht. Die mag überhaupt nichts von mir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, das sind jetzt alleine 50 Münzen, die ich hier kassiere. Ich bin so ein Münzsammler. Bis das voll ist und ich nichts mehr holen kann. 80 habe ich jetzt. Das kann ich nicht. Doch, jetzt geht's. So, Schnecki, kommt hier rein. Schneckilein, Büttel komplett. Krabbenreusen, 3 Stück. Brauche ich ja gar nicht mehr viel oder so. Bündelkoch, habe ich gar nichts da. Färbemittel, nö. Golderz. Brauche ich noch das? Keine Ahnung. Die werde ich wahrscheinlich durch was anderes bekommen. Ah, Kürbis. Kürbis, 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 Kürbis. Ich habe jetzt hier wieder verschlafen, dass ich den Dünger verteile für den Kürbis.
Egal, vielleicht haben wir Glück und es kommt trotzdem was Goldenes raus. Und wir haben ja auch noch die Maismöglichkeit. Zumindest hoffe ich das. Wir können jetzt nochmal gucken, ob wir einen Fisch fangen, ganz zufällig. Ich vermute mal nicht, aber ich möchte die Hoffnung nicht verlieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir brauchen ja bloß 3 Stück, glaube ich, die wir jetzt fangen können. Und zwar die Tigerforelle, den Katzenfisch und den Glasaugenbarsch. Oh ja, oh ja, oh ja, der ist schwer. Oh, wow, 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 der wird zu schwer für mich. Oh, den schaffe ich, den schaffe ich. Tigerforelle! Ich hab sie. Ich hab die Tigerforelle. Dann kommt die gleich mal weg von meiner Liste. Das ist nicht schön. Tup, tup, tup. Jetzt haben wir noch den Glasaugenbarsch, der kommt aber nur im Regen. Und den Katzenfisch. Katzenfisch könnten wir jetzt noch suchen und fangen. Der kommt bestimmt auch. Tigerforelle war Schwierigkeit 60, Katzenfisch ist 75. Ist ein bisschen schwerer. Nur, dass ihr Bescheid wisst, auf was ihr achten müsst. Wenn das schwerer ist, dann wisst ihr Bescheid. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ah, der ist zu leicht, der ist viel zu leicht, der ist viel zu leicht. Oh, schade. Schade, 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 schade. Ach so, wir wollten ja Holz sammeln. Stimmt, stimmt, stimmt. Das wollten wir auch noch machen. Wir wollten so viel tun. Krass, dass ich die Tigerforelle jetzt gefangen habe. Das schmeißen wir gleich weg. Brauche ich nicht. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Katzenfisch, Frühling, Herbst, Fluss oder geheime Wälder. Haben wir noch nicht freigeschalten. Das heißt, wir müssen im Fluss und es gibt auch keine Zeit. Das heißt, ich könnte ihn jederzeit fangen. Nö. Das ist ein Geschenk für den Alex, deswegen. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir kurz zum Alex, geben ihm die Joja-Cola. Oh ja, das könnte er sein. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Wieder ein Lachs. Wieder ein Lachs. Na gut. Wo ist denn der Alex, sag ich Sam. Zum Sam wollte ich. Sam, Sam, Sam. Der mit Sicherheit wieder irgendwo rumläuft, nur nicht da, wo ich denke, dass er ist. Das heißt, ich werde ihn wieder nicht finden. Jetzt gucken wir mal, ob er sich hier irgendwo rumtreibt. Irgendwer ist irgendwo aus der Tür raus. Aha. Der könnte sich hier drin verbergen. Manchmal ist er hier hinten. Nee, da ist er nicht. Kann ich denen noch was schenken? Emily? Nein. Garcia. Schenke ich dem eine Peperoni? Das mag er bestimmt, oder? Oh, das ist lieb. Danke dir. Ich mag nicht mehr mit mir reden, mit dir habe ich schon geredet. Dann gehen wir mal kurz die Tigerforelle ab. Vielleicht treffen wir ja zufällig den Sam hier irgendwo. Ich glaube nicht, aber kann's nie wissen. Wer hätte auch gedacht, dass wir die Tigerforelle hier jetzt finden? Ach so. Ach so, ja. Den gibt's aber nur im Regen. Tigerforelle. Jetzt brauchen wir bloß noch den Katzenfisch. Frühling und Herbst, ja genau. Wenn wir den haben, dann haben wir fast alles voll. Dann fehlen uns noch Spezialitätsfische.
an Nachtfischen noch, den Glasaugenbarsch, den ich nur im Regen bekomme, und den Stör im Winter. Dauert ja gar nicht mehr lang oder so. Jetzt gehen wir noch ganz kurz... Ah, das schaffe ich nicht mehr, okay. Das ist genau das, wovon ich spreche. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dass ich zu jedem Einzelnen gehe. Vor allem hier, ich habe jetzt eine 35-Minuten-Folge schon wieder. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Wo soll das alles nur hinführen? Wir verteilen jetzt die Krabbenreusen, dann hauen wir noch ein bisschen Holz klein. Vielleicht verbessern wir dann irgendwann noch unsere Axt. Die könnten wir noch verbessern, aber bis... Erstmal Hühnchen Geld sammeln. Fürs Hühnchen. Nicht Hühnchen, sondern Hühnchen. Nur, dass nicht irgendwer durcheinander kommt. Ah, ich habe was gehört. Ihr sicher auch, wenn ihr aufgepasst habt. Da kommt meine Freundin. Könnte sie mich mal in Ruhe lassen? Nein! Ich habe eine Bombe! Bin dabei. Ich mag Bomben. Hallo? Könnte... Wieso geht denn das nicht zu? Gießen. Hier könnte ich noch eins hinhauen. Kommen hier noch zwei hin. Dann hier noch. So. Jetzt kommt da wieder eine. Ich hasse sie. Oh. Sehr gut. Was kriege ich dafür? Ach ja, genau, dieses Weindingsbums. Das bauen wir doch dann gleich, oder? Holz. 30 Holz. 30 Holz, 30 Holz. Ganz schnell noch. Nicht unbedingt hier. Jawohl. Ah. Das gibt aber noch Hartholz. Verdammt. Müssen wir kurz irgendwo anders hin. 4, 5, 6, 7. Ist ganz schön leer geworden. Jetzt seit dem letzten Mal. Geh weg! Können wir echt noch einiges sammeln hier? Aber es ist schon, finde ich, sauberer geworden hier in der Gegend. Habe ich überhaupt noch Platz für mein Holz? Ja, genügend. Ich glaube, hier machen wir das ganze Ding noch leer. Sofern mir die Zeit reicht. Ich mache das hier mal noch kurz noch frei. Habe ich ja gesagt. Dann bauen wir gleich unseren Dingsbums. Wie auch immer das Teil man nennt. Das werden wir gleich rausfinden, wie es heißt. Mir fällt nämlich der Name gerade nicht ein. Ein Fass. Das ist echt ein schweres Wort gewesen. Kein Wunder, dass mir nicht einfällt. Spaß. Das war nicht mein Ernst. Mir fallen oft so einfache Wörter nicht ein. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt müssen wir dann nämlich gleich Schluss machen, weil erstens mal Zeit hier Vollgas zu viel wird und zweitens die Energie.
Krabbenreuse wollte ich noch einsetzen, schnell. Eine Krabbenreuse ohne. Krabbenreuse ohne. Krabbenreuse ohne. Ach, wir könnten hier mal dann noch angeln, wenn ich Zeit habe. Das verkaufen wir. Ich bin mir sicher. Ich habe gelesen. Oh yeah. Da gibt es jetzt einiges, was wir abgeben können. Das ist auch noch. Das ist noch zu gut. Verdammt, das ist zu gut, dass ich es verkaufen will. Dann nehmen wir das hier noch. Nein. So, jetzt. Yeah. Das werde ich verkaufen. Weil das blau ist. Blau ist immer viel besser. Leute, ich will doch nur was bauen jetzt noch kurz. Ich habe keine Zeit mehr. Wir brauchen jetzt noch einen Eisenbahn und mein Hund liegt direkt davor. Ist ja klar. Jawohl. Zack, 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 dass das noch läuft hier. So, was brauche ich jetzt hier? Hopfen, glaube ich, für das komische Bier von der Pam. Yeah, wir haben es geschafft. Ja, und damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.